Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum heutigen Webinar mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Und ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Ich freue mich natürlich auch, dass Julian Bönig heute wieder für uns die Zeit gefunden hat. Mit ihm machen wir ja diese Webinarreihe schon das ganze Jahr. Und bin mal gespannt, was er dieses Mal für Themen dabei hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie wie immer sehr herzlich im Namen von FXZ. Und bevor ich dann die Bühne dem Julian überlasse, müssen wir ganz kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Sehr gut. Dann übertrage ich jetzt den Bildschirm, lieber Julian, und wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Dann sag mir noch mal bitte, dass du den richtigen Bildschirm siehst. Ja, deine Präsentation sehe ich. Jawohl. Super. Vielen Dank, Nelson. Dann würde ich sagen, übernehme ich ab hier. So, dann auch von meiner Seite noch mal ein herzliches Willkommen an alle, die live mit dabei sind, aber auch an alle, die sich im Nachgang die Aufzeichnung anschauen. Vielen Dank dafür. Und ja, ich würde sagen, wir starten und verlieren gar nicht viel Zeit. Wir haben den nächsten Termin in 2022, also nächstes Jahr, geplant. Das heißt, im Dezember wird es keinen Termin mit mir geben. Dementsprechend werden wir uns heute auch mal ja so ein kleines Resümee unter das Jahr ziehen und aber auch gleichzeitig schon mal mit so einem kleinen Ausblick vorsichtig uns das Ganze zu Gemüte führen. Ein, zwei Worte zu mir, meiner Person, falls jemand dabei ist, der mich nicht kennt, der vielleicht zum ersten Mal jetzt hier auf mich aufmerksam geworden ist, auf FX Flat aufmerksam geworden ist. Für die möchte ich mich gerne einmal vorstellen. Mein Name ist Julian, ich bin begeisterter Börsianer seit 2010, damals im Rahmen meines ja, Finanzstudiums auf die Börse aufmerksam geworden. Ich habe damals in Göttingen studiert. Ich befinde mich gerade in den letzten Zügen meiner Promotion, hatte ich gerade mit Nelson noch drüber gesprochen, und betreibe die Webseite einkommen-investor.de und den YouTube-Kanal Einkommensinvestor. Also da gern mal vorbeischauen. Ja, mein Weg an der Börse verlief eigentlich so wie wahrscheinlich bei den meisten. Ich bin erstmal sehr ja, motiviert in das ganze Handelsgeschehen eingestiegen, habe da zu Beginn erstmal sehr aktiv gehandelt, sehr viel gehandelt, weil ich einfach von dieser Faszination gefesselt war und dann irgendwann mal festgestellt, dass ich sehr, sehr viel Zeit ja, vor dem Bildschirm verbracht habe und das Ganze reflektiert, mir überlegt, ob das mir so zusagt und mich dann dafür entschieden, doch eher ja, ein bisschen weniger aktiv zu handeln und mehr hin mich zum Investor zu entwickeln. Deswegen auch, wie gesagt, der YouTube-Kanal Einkommensinvestor und habe da dann geschaut, dass ich mich sozusagen auf Value Investing, später dann auf das einkommensorientierte Investieren spezialisiere und in dem Bereich weiter eruiere. Und da teile ich mein Wissen gern mit euch, wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal. Da gern mal vorbeischauen, freue mich immer über ein Abo oder über ein Like. Und ansonsten, wenn ihr Fragen zu mir, meiner Person habt oder auch im Rahmen des Austausches, dann scheut nicht, auf mich zuzukommen, nutzt das Kontaktformular oder wie gesagt auch einfach ja, mich per Mail zu kontaktieren, freue ich mich immer drüber. Ansonsten, Nelson hat es auch schon gesagt, ich möchte es einmal nochmal ja, unterstreichen. Wie gesagt, alles, was ich sage, auch von meiner Seite, keine Handelsempfehlung, keine Anlage- oder Kaufempfehlungen, sondern alles dient zu Schulungszwecken, darf gerne hinterfragt werden zu jeder Zeit. Bitte die eigene Meinung bilden und alles, was ich von mir gebe, wie gesagt, dient zu Schulung und zu Illustrationszwecken. Die, die mich kennen, wissen, ich mag Zitate und ich habe heute ein Zitat von Josephine Baker mitgebracht, die mal gesagt haben soll: Mit dem Geld kann man sich sehr viele Freunde kaufen, aber selten ist einer seinen Preis wert. Ein bisschen was zum Schmunzeln, aber wie ich finde, vielleicht auch ein Tropfen Wahrheit dabei. Ja, ich hatte es in dem Intro schon anklingen lassen. Das Ganze ist dieses Jahr das letzte Webinar hier im Hause von FX Flat mit mir und dementsprechend möchte ich gern einen kleinen Börsenrückblick
Rückblick für das Jahr 2021 hier angehen, auch wenn wir sozusagen gerade in der heißen Phase drin sind. Ich denke, das habt ihr auch schon gemerkt. Ich versuche ja immer auch auf meinem YouTube-Kanal darauf hinzuweisen, dass Saisonalitäten sehr, sehr interessant sind für die Finanzmärkte. Und auch das sieht man gerade, wie ich finde, sehr schön an den Märkten. Das Ganze gucken wir uns jetzt einmal an. Und zwar habe ich hier mal den Verlauf des deutschen Aktienindex mitgebracht. Das ist jetzt hier von den Jahren, da muss ich jetzt einmal hier mein Zeichentool bemühen, von den Jahren 98 zum Jahr 21, in dem wir uns gerade befinden. Und wenn man sich das Ganze mal ganz salopp anschaut, dann sehen wir das, was wir eigentlich als Investoren sehen wollen, nämlich einen Chart, der unten links beginnt und oben rechts endet. Ja, wir hatten hier temporär starke Rücksetzer und wir hatten auch hier in der jüngsten Vergangenheit einen sehr, sehr starken Rücksetzer. Und retrospektiv betrachtet ist das natürlich immer einfach zu sagen, aber es war eine sehr gute Einstiegschance. Und das ist es halt in den meisten Fällen. Und genau das wird uns aber sehr oft dann im Eifer des Gefechts einfach versucht, madig zu reden. Denn wenn wir jetzt hier wieder eine Korrektur sehen sollten in den Bereich 12.000 oder 14.000, dann sind das in der Regel die Einstiegszeitpunkte, die ich dann sehr, sehr gerne nutze. Ich habe das ja auch auf meinem YouTube-Kanal sehr schön dokumentiert, dass ich hier sehr gut, sage ich mal, das Ganze spielen konnte, hier diesen Rücksetzer. Und das ist eigentlich auch immer etwas, worauf ich ein Stückchen warte. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern ich möchte einfach mal einen kleinen Rückblick wagen. Und ja, gut, wenn man sich dieses letzte Stück hier mal anschaut in dem Jahr 2021, dann sehen wir eigentlich im Großen und Ganzen, es war ein sehr, sehr starkes und sehr gutes Börsenjahr. Wenn wir uns mal hier das Ganze auf Wochenbasis anschauen, also mal so ein bisschen zurückgehen, dann markiere ich hier auch nochmal den Bereich, den wir hier sehen können. Das ist hier so dieser Bereich. Das alles sozusagen ist hier 2021 und man sieht ja sehr deutlich, wir sind hier in diesem Bereich gestartet und sind jetzt ein ganzes Stückchen höher und wir sind nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Also dieser Aufwärtstrend ist weder angeknackst noch angebrochen, sondern der läuft gerade wieder zu neuen Allzeithochs. Ja, auch wenn man hier nochmal auf Tagesbasis sich das jetzt anschaut, dann sieht man hier, dass wir immer mal kleinere Trends hatten oder immer mal kleinere Trends haben, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das hier mal anschauen mag, hier diese, zeichne das jetzt mal nicht so minutiös ein, haben wir hier ein Hoch, hier hatten wir einen kurzfristigen Trendbruch, das wiederum wurde aber zurückerobert mit einem neuen Hoch. Das heißt, das hier ist sozusagen das letzte relevante Tief, zumindest auf Tagesbasis, was wir sehen, was jetzt das Ganze quasi stoppt. Das heißt, bis hierhin könnte die Korrektur gehen, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen. Aber aktuell sieht es so aus, zumindest heute mit dem heutigen Tag, dass wir hier wieder so eine Umkehrkerze sehen, die sehr wahrscheinlich einfach nur Anlauf nimmt, um einen erneuten Rallye-Schub auszulösen, ein erneutes Jahreshoch auszulösen. Und das Ganze kommt nicht von ungefähr, sondern das Ganze geht zurück, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, das Ganze geht zurück auf die Saisonalitäten, die natürlich in Q4 besonders stark sind. Warum in Q4? Q4 ist es so, dass das in der Regel das stärkste Wirtschaftsquartal ist, weil der Einzelhandel boomt, der Handel als solches boomt, die Leute sind in Weihnachtsstimmung, das heißt, es wird viel gekauft. Kommunen, aber auch Unternehmen investieren in der Regel noch mal kräftig, damit Sachen steuerlich geltend gemacht werden können, aber auch damit die Töpfe wieder im nächsten Jahr gefüllt werden, damit man das Geld sozusagen auch verbraucht und gebraucht hat. Und das alles führt dazu, dass schlussendlich die Geschäfte boomen und damit auch die Börse. Und deswegen ist das eigentlich immer so dieser Zeitraum hier so im Spätsommer, Anfang Herbst, in dem ich mich auf die Lauer lege, um meine Positionen für saisonale Handelsstrategien zu eröffnen. Und auch das sehen wir gerade, hat dieses Jahr außergewöhnlich gut funktioniert, würde ich mal sagen. Das, was wir aktuell sehen, dieser Rückgang, ist auch nicht wirklich ungewöhnlich, denn wir sehen hier in diesen saisonalen Charts, hier gerade im Dezember haben wir einen Rückgang, so nach der ersten, zweiten Dezemberwoche, kurz bevor die Jahresendrallye dann in die absolut finale Phase übergeht. Und wir haben hier im November sozusagen so zwei kleine Rücksätze, einmal hier zu Beginn im November und dann aber auch Mitte
Ende November. Und das Ganze kann sich aber auch, wenn man diese Saisonalitäten sich anschaut, immer mal ein bisschen nach vorne verschieben oder aber ein bisschen nach hinten verschieben. Also man kann das nicht 100% als Schablone drauflegen, weil das ist ja ein Durchschnittschart, aber im Großen und Ganzen kann man diese Trendbewegung bei der Mehrzahl der unterjährigen Verläufe identifizieren oder feststellen. Und das, wie gesagt, kann man auch dieses Jahr, wie ich finde, sehr gut identifizieren. Ebenfalls im S&P 500 sehen wir auch steigende Hochs, steigende Tiefs. Auch da gibt es nichts dran zu rütteln. Wir haben hier einen absolut sauberen Aufwärtstrend. Also ich bin hier alles andere als Short eingestellt oder sehe aktuell auch keine Notwendigkeit, auf der Short-Seite aktiv zu werden, sondern ich nutze eher diese Rücksetzer, die wir dann hoffentlich auch mal wieder sehen werden. Na, hier so in diesem Bereich, also bis zum letzten Korrekturtief. Diese nutze ich, um schlussendlich in den Markt einzusteigen. Und das Ganze mache ich in der Regel so, dass ich mir hier so diese letzten Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichne. Ich mache das hier mal in Blau, ein bisschen dicker, dass man es besser sehen kann. Hier so in diesem Bereich zum Beispiel wäre jetzt so ein Rücksetzerniveau, von dem man an wieder versuchen kann, long zu gehen, oder auch hier in diesem Bereich immer so die letzten markanten Widerstands- und Unterstützungszonen, in denen kann man immer mal schauen, ob man nicht schlussendlich die Möglichkeit hat, eine Position zu eröffnen oder sogar aufzustocken. Der Ausblick, das sozusagen mal als Rückblick, das heißt, alle Ampeln auf grün, von meiner Perspektive her, wir sind weiterhin in einem soliden Aufwärtstrend, gibt es für mich aktuell überhaupt nichts dran zu rütteln. Wie gesagt, ich blende in meiner Analyse jetzt komplett irgendwie Nachrichten und fundamentale Situation und Gegebenheiten aus, sondern ich fokussiere mich rein auf das, was mir der Chart sagt. Also ich lasse mich von dem Geldfluss im Markt leiten. Das heißt, ich mache das, was sozusagen auch das Geld macht, und blende diese ganzen Störgeräusche aus, weil ich einfach für mich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass das mehr verwirrt, als dass es mir in meinen Anlageentscheidungen hilft. So, jetzt kommen wir mal zum Börsenausblick 2022. Und das ist natürlich spannend. Es ist ja immer einfach, die Vergangenheit zu betrachten, über die Vergangenheit zu sprechen, weil da ist ja das Ganze auch schon geschrieben. Das heißt, man kann das immer nur noch bewerten und gucken, was man für Schlüsse daraus ziehen kann. Ich gehe auch davon aus, dass wir den Dezember als einen positiven Monat beenden werden und dass die Weihnachtsrallye weiterhin anhält. Aber die Frage ist, was passiert dann? Und dafür habe ich mal verschiedene saisonale Charts mitgebracht. Und den ersten möchte ich hier vorstellen. Und zwar ist das eine statistische Untersuchung, die quasi darauf abzielt, wie die Verläufe des DAXes waren, angepasst auf die Wahljahre in den USA. Das bedeutet, wir hatten, oder andersrum gesagt, das bedeutet, wenn wir in den USA ein Wahljahr hatten, also ein Election Year, dann haben wir einen unterjährigen Verlauf, der so im DAX aussieht. Ja, das bedeutet, wir haben hier einmal Q1, Q2, Q3 und Q4. Das sind sozusagen die vier Quartale, die wir haben. Ich schreibe das auch mal rein, damit man das sieht. Also wir haben hier zum Beispiel Q1, Q2, Q3, Q4. Und dann geht das hier wieder von vorne los. Q1, Q2, Q3, Q4. Das wäre dann das Post-Election hier. In diesem Jahr befinden wir uns aktuell. Ja, und was natürlich auffällt hier, gerade im letzten Quartal, das sollte zumindest laut dieser Statistik ein sehr positives Quartal sein. So, und das Jahr, was jetzt sozusagen in 2022 folgt, also das Midterm hier, das ist quasi das Jahr, ich nehme mal wieder blau, das kann man besser lesen, das ist das Jahr 2022. So. Und das ist quasi das, was jetzt eigentlich sehr, sehr interessant ist, denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir hier dieser Statistik trauen wollen, dann erwarten wir in Q1 ein sehr starkes Jahr, in Q1 ein sehr starkes Quartal, das vor uns liegt. Das heißt, man könnte jetzt mit dem Gedanken spielen, und das ist zum Beispiel auch etwas, worüber ich mir selber in meinem Accounts Gedanken zu mache, stelle ich Positionen, die ich eigentlich hier zum Jahreswechsel glattgestellt hätte, nicht glatt, sondern halte sie über das Q1 hinweg und stelle sie dann erst in diesem Zeitpunkt sozusagen glatt, weil wir, wie gesagt, in diesem Midterm hier in der Regel in Q2 und Q3 einen ziemlichen Durchhänger
erleben, zumindest statistisch betrachtet, um dann wieder hier zum Ende des Jahres eine sehr, sehr schöne Einstiegsmöglichkeit zu haben. Das sind einfach nur, ja, so Indizien, die man dann wie ein Puzzle zusammensetzt und dann den Markt beobachtet, ob er diese Szenarien spielt oder aber ob er sich daran überhaupt nicht orientiert, weil dann ist das sozusagen hinfällig. Aber wenn er sich daran orientiert, was in der Regel der Fall ist, dann kann man sich hieran zumindest einen kleinen Vorteil erhaschen oder zumindest eine Idee erhaschen, wie man seine Strategien oder allgemein an der Börse positioniert und aktiv sein sollte. Also insgesamt gehe ich davon aus, dass wir weiterhin sehr stark schließen werden und ich gehe auch davon aus, dass wir in Q1 einen positiven Verlauf sehen werden, wobei man sagen muss, dass man hier vielleicht im Januar, Februar gegebenenfalls mehr oder weniger seitwärts konsolidieren wird und dann hier nochmal einen finalen Schub sehen wird. Das erstmal dazu. Das ist das, was ich mir zum Beispiel für 2022 Q1 im DAX vorstellen kann. Ich habe das Ganze auch nochmal in groß mitgebracht, also für alle, für die das jetzt sozusagen neu ist, hier nochmal markiert. Diesen Bereich hier, ja, diesen Bereich schauen wir uns jetzt einmal in groß an, also die Q1, 2, 3 bis 4 einmal auf Monatsbasis aufgeteilt. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, einen Moment. So, war nämlich schon ein langer Tag. So, das heißt, das, was wir hier sehen, Januar bis in den, ich sag mal so hier so in diesen, in den Bereich, eigentlich hier so Ende Februar, Anfang März findet sozusagen hier die letzte Rallye statt, bevor wir uns dann hier ja über die Sommermonate in der Regel auch nochmal, und das ist auch immer interessant, weil viele große Institutionelle darauf achten, aber auch viele Algos darauf achten, wenn der Jahreseröffnungskurs unterschritten oder überschritten wird. Ja, also viele ziehen ihr Geld ab, wenn wir den Jahreseröffnungskurs unterschreiten und das zumindest laut dieser Statistik und laut diesem Seasonal Chart sollte ja im Mai der Fall sein. Das heißt, in diesem Bereich fallen wir unter den Jahreseröffnungskurs, zumindest nachhaltig, und dann beginnt hier die Rutsche und das Ganze fängt sich dann wiederum Ende September, Anfang Oktober mit einer neu startenden Rallye, die sich aber dann auch wieder in das nächste Jahr vorzieht. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Und wie gesagt, da stellt sich halt die Frage, stellt man zum Beispiel Positionen zum Jahresbeginn glatt, die man jetzt über die Weihnachtsrallye gehalten hat, habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal diverse Videos schon veröffentlicht in den letzten Jahren. Oder aber halte ich das Ganze über diese Konsolidierungsmonate hinweg und stelle das dann zum Beispiel hier erst glatt und versuche das da entsprechend vom Timing her noch mitzunehmen. Das sind so die zwei Möglichkeiten. So, dann haben wir den Börsenausblick für den DAX erstmal soweit abgehakt. Zusammenfassend bleibt zu sagen, Q1 erwarte ich positiv. Ich erwarte aber auch in Q1 ein vorzeitiges Jahreshoch, was dann sozusagen auf ein Jahrestief abverkauft wird und das Ganze fängt sich dann schlussendlich im Spätsommer, im Frühherbst wieder, um dann wieder positiv zu drehen. Das ist erstmal so das, woran ich mich jetzt oder wovon ich jetzt ausgehen würde. Für den deutschen Markt. Schauen wir mal, was die Amis bringen. Und da habe ich eine weitere Statistik mitgebracht, diesmal hier vom Dow Jones, und zwar den 10-Jahres-Zyklus. Finde ich ebenfalls spannend. Warum finde ich es spannend? Weil dieser Jahreszyklus sich eigentlich deckt mit dem, was wir gerade schon gesehen haben. Nämlich, wir haben ja gesehen, dass das Q1 positiv ist, Q2 negativ. Und wenn man sich schaut, dass die Jahre, die sozusagen mit einer 2 enden, also 2022, in der Regel nicht wirklich positiv verlaufen. Dann sieht man hier, wir haben auch hier ein Q1, was sehr positiv ist nach dieser Statistik und dann einen ziemlich starken Durchhänger, der dann wieder sozusagen hier, ja, Spätsommer, Frühherbst hochgekauft wird. Wie man hier sehen kann, zeigt sich zum Beispiel, wenn man einmal nach links schaut, dass das für 2021 überhaupt nicht gegolten hat. Also dieser Verlauf hier hat ja kaum einen
Ähnlichkeit mit dem, wie der DAX tatsächlich verlaufen ist oder der Dow Jones dieses Jahr. Ne? Deswegen gilt es immer zu schauen, folgt der auch dieser Statistik, weil dann bekommt sie meines Erachtens nach Relevanz oder aber ist es komplett abstrahiert, dann schenke ich solch einer Statistik auch nicht weiter Beachtung, zumindest nicht für dieses Jahr. Aber für das 2022er Jahr sieht es so aus, als wenn das ebenfalls durch dieses Indiz hier bestätigt wird. Schauen wir mal weiter. Dow Jones, 4-Jahres-Zyklus, genau das gleiche. Midterm Year, auch hier fällt sicherlich dem aufmerksamen Zuschauer auf, dass auch das nicht das absolute Knallerjahr bezogen auf die Börse darstellt. Ja, wir haben hier im Post-Election hier ein sehr schönes Jahr und wir haben hier, und das ist eigentlich das, was uns sozusagen als Börsianer Hoffnung geben sollte, wir haben hier in dem Bereich, also wirklich Ende Sommer 2020, Anfang Herbst, eine super Möglichkeit, in den Kapitalmarkt einzusteigen, zumindest statistisch betrachtet, und das Ganze auch bis in das nächste Jahr, das Pre-Election-Year, zu halten. Das ganze Gedöns davor, also diese ganzen Q1, Q2, Q3 sind eher durchwachsen. Man kann versuchen, mit ein bisschen Timing und einem aufmerksamen Auge hier nochmal einen guten Ausstieg zu schaffen aus Positionen, die man nicht langfristig halten möchte. Aber im Großen und Ganzen ist es etwas, was man hier auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich auf das Jahr 2022 vorbereitet. Ja, dann habe ich hier auch nochmal das Ganze in groß mitgenommen. Hier haben wir den Midterm Election Year Zyklus sozusagen für den Dow Jones. Hier sieht man das Ganze nochmal gut aufgefächert. Eigentlich genau das, was wir gerade auch schon besprochen haben. Das hier sozusagen ist das, was interessant ist. War ein bisschen zu breit. Diese zwei Monate hier, das ist eigentlich das, was interessant ist. Und hier oben dieser Peak im April, Mai, so in diesem Bereich. Wie gesagt, das verschiebt sich immer ein bisschen nach vorne und das verschiebt sich immer ein bisschen nach hinten. Das erstmal ganz grob als Ausblick auf das, was kommt und als Rückblick auf das, was wir sozusagen hinter uns haben. So, das soll es an der Stelle zu diesen Themen auch erstmal gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, switchen wir über zum Content-Thema. Wie gesagt, wenn Fragen dazu sind, zu dem Rückblick oder zu dem Ausblick, gerne einfach in den Chat schreiben. Ich schaue da spätestens am Ende nochmal drüber. Und wie gesagt, nicht wundern, wenn ich da nicht gleich drauf reagiere. Genau. So, was habe ich für Content-Themen heute mitgebracht? Und zwar möchte ich einfach mal so ein bisschen meine passiven Einkommensquellen vorstellen, die ich sozusagen bespielt habe dieses Jahr, an denen ich vielleicht auch gar nicht viel verändert habe, sondern die einfach, wie der Name sagt, passiv mitgelaufen sind. Auch da der Disclaimer, passiv ist immer relativ. Ich bin eigentlich nicht so der ganz große Fan von diesem Begriff passives Einkommen, weil ich meine, was ist am Ende auch wirklich passiv? Man muss sich ja irgendwie um alles so ein bisschen kümmern. Aber ich sage mal, es ist jetzt nichts, wo man regelmäßig größere Mengen an seiner Lebenszeit aktiv investieren muss, sondern einmal aufgesetzt, funktioniert das Ganze relativ passiv. Versuchen wir es mal so auszudrücken. Also, was habe ich aktuell so bei mir im Portfolio? Einmal die Dividendeneinkünfte aus Einzelanlagen. Das ist alles, was, ja, ich sag mal so, im Bereich Einzelaktien bei mir in den verschiedenen Portfolios drin ist, zum Beispiel eine Coca-Cola-Aktie, eine General Mills Aktie, eine Procter & Gamble Aktie, so Einzelwerte. Alles, was so in diesem Rahmen sozusagen in meinem Portfolio ist, das ist auch das, wo ich gerade beim einkommensorientierten Investieren den Schwerpunkt drauf lege, also Einzelanlagen. Dann gibt es dahin gegenüber auch noch die Sammelanlagen, also zum Beispiel Closed End Funds, CEFs, die man auch sehr schön nutzen kann. Habe ich auch ein paar bei mir im Portfolio, aber die Masse und der größere Fan bin ich auf jeden Fall von den direkten Investitionen. Dann das Thema Immobilien. Auch hier hat man die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel über sein Portfolio abzudecken, über die sogenannten REITs. Auch darüber haben wir dieses Jahr in den diversen Webinaren bei FX Flat gesprochen, aber auch
durch Direktinvestitionen, also durch das Halten von zum Beispiel Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäusern, die man wiederum vermietet. Darüber kann man ebenfalls ja Mieteinkünfte erzielen und mehr oder minder passive Einkommensströme aufbauen, je nachdem, wie stark man das Ganze schlussendlich auch an Dritte abgibt und outsourced. Ansonsten ist das Vermieten dann doch ja alles andere als passiv, wenn man das mal mit der Anlage an der Börse vergleicht. Ansonsten, in dem Bereich habe ich dieses Jahr relativ wenig gemacht. Das trage ich eigentlich so die letzten 2, 3 Jahre mit mir rum. Da habe ich mal einmal Investitionen in verschiedene Plattformen getätigt, die P2P-Kredite. Auch da habe ich YouTube-Videos zugemacht. Wenn das jemanden interessiert, da habe ich 2 Plattformen, wo ich immer mal ein Update zugebe. Und ansonsten, Zinsen, sage ich mal, sofern man hier noch welche bekommt, ist aber auch eher in dem Rahmen von Peer-to-Peer-Krediten gemeint. Das heißt, auch da gibt es die entsprechende Zinssätze, je nachdem, wie risikoreich die Anlage ist, in die man dort oder an die, ich sag mal, Institution, an die man da das Geld entsprechend verleiht. Das erstmal so die Übersicht zu den passiven Einkommensquellen, die ich dieses Jahr bespielt habe und die ich auch im nächsten Jahr in 2022 wieder bespielen werde. Es gibt eigentlich für mich retrospektiv betrachtet keinen wirklichen Grund, irgendwas an meiner Anlagestrategie zu verändern. Was ich selber gern weiter ausbauen möchte, sind auf jeden Fall die Immobilieninvestitionen, sofern sich da attraktive Möglichkeiten ergeben. Aber ansonsten bin ich mit der Performance und dem, was 2021 gelaufen ist, doch recht zufrieden. Und damit das auch für alle Teilnehmer und für alle, die sich im Nachgang das Ganze anschauen, vielleicht ein kleiner Mehrwert oder eine kleine Hilfe ist, möchte ich einfach mal auf das Thema Screening eingehen, das heißt Screening für Einkommensinvestoren. Wie finde ich denn zum Beispiel entsprechende Einzelanlagen, in die ich investieren kann? Und das war nicht die richtige Farbe. Hierum soll es gehen. Also wie finde ich zum Beispiel die richtigen oder die einen interessieren, die den Kriterien entsprechenden Anlagen, in die ich dann schlussendlich investieren möchte? Und da möchte ich heute einfach mal über das Thema Screening sprechen als Content-Thema. Und zuerst einmal stellt man sich die Frage, in welchen geografischen Regionen möchte ich investieren? Und das Ganze kann ich dann über einen Index abdecken. Das heißt, ich überlege mir zum Beispiel, okay, ich möchte in Deutschland investieren, dann kann ich zum Beispiel den DAX als Index auswählen. Oder aber ich möchte in den USA investieren, dann kann ich zum Beispiel den S&P 500 als Index auswählen. Und so kann man sich das für die jeweiligen Länder überlegen und dann schon mal eine kleine Vorfilterung vorgehen. Das heißt, der erste Schritt beim Screening für Einkommensinvestoren wäre meiner Meinung nach, sich zu überlegen, welches geografische Land möchte ich in mein Portfolio aufnehmen, welcher Index herrscht dort vor, und dann wähle ich diesen Index sozusagen in meinem Screener aus. Welchen Screener man hier völlig kostenfrei nehmen kann, kommen wir gleich zu. Der nächste Punkt ist die Marktkapitalisierung, das heißt, wie viel Geld wird hier sozusagen bewegt, wie liquide ist der Markt oder wie illiquide ist der Markt. Auch da sollte man eine Untergrenze sich quasi setzen, damit man nicht in zu illiquide Märkte investiert und hier vielleicht zu viel Slippage oder einfach eine schlechte Ausführung provoziert, wenn man seine Investition tätigt. Schritt 3 oder Punkt 3, den man bedenken sollte, ist, logischerweise wollen wir ja auch etwas verdienen. Wir möchten einen möglichst passiven Einkommensstrom erzielen. Dementsprechend macht es Sinn zu schauen, welche Dividendenrendite muss denn mindestens mir gezahlt werden, damit ich die Investition tätige. Also Punkt 3, die Dividendenrendite. Und Punkt 4, ebenfalls, wie ich finde, interessant, der Net Profit. Damit ist einfach gemeint, wie viel Gewinn macht die Firma sozusagen, oder wie viel Gewinn muss die Firma mindestens machen, damit sie für mich als attraktiv gilt, damit ich bereit bin, in diese Company auch zu investieren, weil wir wollen wahrscheinlich nicht in Firmen investieren, die zum Beispiel Verluste machen oder zumindest nicht über einen langen Zeitraum Verluste machen. Eine weitere Kennziffer ist das Payout Ratio. Das ist dahingehend interessant, damit wir einfach schauen können,
Wie hoch ist die Ausschüttungsquote bei dem entsprechenden Unternehmen? Das hilft uns einfach vorzusorgen und vorzubeugen, dass das Unternehmen mit der Dividendenzahlung über die eigenen Verhältnisse lebt und vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr in der Lage ist, diese Dividende nachhaltig zu zahlen. Geht in der Regel auch, ja, schlussendlich einhand mit Punkt 4, also ein Stück weit Absicherung für uns, damit wir auf der sicheren Seite sind, dass die Firma liquide ist und auch, ja, langfristig in der Lage ist, unsere Dividendenrendite, die wir gerne erzielen möchten, zu zahlen. Und zu guter Letzt die gute Dividendenhistorie. Das ist, wie lange hat das Unternehmen es denn geschafft, die Dividende zu zahlen? Hier könnte man dann natürlich noch ergänzen, wie stark ist die Dividende gesteigert worden? Denn auch das ist natürlich interessant, gerade beim Thema Inflation, das ist ja auch aktuell in aller Munde, macht es natürlich Sinn, wenn die Dividendenzahlung auch am besten jährlich mindestens die Inflation kompensieren, am besten natürlich noch eine kleine Gehaltserhöhung obendrauf mitgeben. Und das Ganze kann man einstellen und kann man sich einfach mal zusammen konfigurieren bei www.finvis.com. Das ist eine kostenfreie Möglichkeit, bei der ich auch sehr viel, ja, immer mal reinschaue. Und hier habe ich mal die verschiedenen Komponenten markiert. Also wir haben hier ganz oben die verschiedenen Reiter, hier zum Beispiel Fundamentals. Wir haben technische Daten oder wir können halt alle auswählen. Das heißt, das kann man nochmal fein einstellen, wenn man das möchte. Dann hat man nicht alles auf einmal. In diesem Bereich haben wir jetzt erstmal alle ausgewählt. Und dann ist das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben hier einmal den Bereich, ich versuche es mal einzufärben. Wir haben einmal den Bereich Index. Hier habe ich jetzt mal, okay, das war so. Also wir haben einmal den Bereich Index. Hier habe ich den S&P 500 ausgewählt. Dann haben wir zum Beispiel hier die Marktkapitalisierung. Hier habe ich jetzt einfach mal Large ausgewählt. Wie gesagt, das kann man einstellen, wie man möchte. Der eine möchte es sehr liquide haben, der andere halt, ja, gibt sich auch mit ein bisschen weniger Marktkapitalisierung zufrieden. Das ist, wie gesagt, das sind auch einfach nur Beispiele. Das heißt nicht, dass ich das genauso mache oder dass man das so machen muss oder dass das falsch oder richtig ist, sondern es sind einfach nur Beispiele, damit man, ja, meine Idee hat, wie man so einen Filter aufbauen könnte. Dann haben wir hier die Dividendenrendite, habe ich jetzt mal über 4% gemacht, die Net Profit Marge über 5% des Unternehmens und das Payout Ratio unter 80. So, und jetzt könnte man noch hingehen und vielleicht noch hier das Debt-Equity-Verhältnis einstellen oder man könnte hier Sales Growth der letzten 5 Jahre einstellen und so weiter und so fort. Also hier ist sozusagen der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Wir können auch hier technische Indikatoren mit reinnehmen, wie den RSI und so weiter und so fort. Das ist halt immer die Frage, ob man das möchte und wie viel man am Ende gefiltert haben möchte, aber das ist einfach eine Möglichkeit, das Ganze mal so ein bisschen zu strukturieren. Und wenn man das gemacht hat, dann bekommt man eine Liste mit Werten. Bei dieser Eingabe, die ich jetzt hier vorgenommen habe, gehen wir nochmal kurz zurück, dass man jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Sachen habe ich sozusagen gefiltert und wir haben jetzt hier eine insgesamt Liste von, das sind 2 Seiten und das sind insgesamt 27 Kandidaten, die quasi unseren oder jetzt in dem Fall meinen Filterkriterien entsprechen. Und dann sehen wir das Ganze hier einmal als Kürzel, was ihr dann schlussendlich auch bei FXFlat eingeben könnt oder sicherlich auch den Company-Namen. Dann habt ihr immer den Sektor, das finde ich sehr, sehr wichtig. Das wird meines Erachtens nach viel zu wenig thematisiert und viel zu wenig findet es eigentlich Platz, so in Erklärvideos, gerade bei der Portfolioerstellung ganz global betrachtet, also auf der Makroperspektive einmal zu schauen, okay, in welcher Wirtschaftsregion befinde ich mich, Punkt 1, und dann, wenn ich mir ein Land rausgesucht habe oder allgemein verschiedene Kandidaten bei der Portfolioaufstellung rausgesucht habe, in welchen Sektoren sind die unterwegs? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in China irgendwie einen Autohersteller ins Portfolio nehme, in Deutschland einen Autohersteller, in den USA und so weiter und so fort, dann zeugt das einfach von keiner optimalen Diversifizierung, weil ich dann sozusagen klar über die verschiedenen Regionen mich diversifiziert habe, aber schlussendlich sind alle irgendwie in einer Industrie oder in einem Sektor tätig und da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man das auch entsprechend diversifiziert. Ja, und dann am Schluss halt das, was wir sozusagen hier noch aufgelistet haben,
das Land, die Marktkapitalisierung etc. pp. Also finde ich vom Prinzip her eigentlich eine ganz schöne Sache, dass das ja kostenlos und auch mit nicht wirklich viel Aufwand jemandem zur Verfügung gestellt wird. Und da kann man hier einfach den ersten Mal anklicken, zum Beispiel AbbVie. Das ist ein Pharmakonzern, so um die 30.000 Mitarbeiter, 33 Milliarden Umsatz, also auf jeden Fall nicht ganz klein. Biotechnologie- und Pharmakonzern. Und ja, den kann man sich dann mal, oder die Firma kann man sich dann mal im Genauen anschauen. So sieht aktuell der Chart aus. Auch ein Unternehmen, was ich bei diesem Rücksetzer im Covid-Jahr auf jeden Fall mir ins Portfolio gelegt habe und seitdem sich, wie gesagt, ganz gut entwickelt hat. Gerade auch auf der Suche, hätte ich fast schon gesagt, auf dem Weg zu neuen Hoch. Hier haben wir so ein schönes Doppeltief gehabt. Und seitdem befinden wir uns hier, wenn man sich das mal so ein bisschen skizziert, in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend, gerade hier in der Korrektur, die jetzt wieder Richtung Allzeithoch strebt. Und wir mal schauen, ob wir das Allzeithoch hier auch schaffen zu überwinden. Wie gesagt, eine Position, die ich seitdem halte und die sich sehr, sehr schön entwickelt hat. Absolut lupenreiner Aufwärtstrend. Und wenn man das Ganze hier nochmal auf größerer oder ein bisschen kleinerem Timeframe sich anschaut, dann kann man hier auch nochmal diese Bewegungsschübe, wie ich finde, sehr, sehr schön erkennen. Na, hier haben wir das letzte Tief sozusagen am Start und ja, das Ganze, wie gesagt, strebt hier, so wie es aussieht, nach einem neuen Allzeithoch. Und wenn man sich dann nochmal ein bisschen genauer, zum Beispiel, die Frage kommt auch häufig, ich schreibe es gleich mal mit dazu, das Ganze ist von ariva.de, ja, also ARIVA, ariva.de, da habe ich jetzt diese beiden Zeichnungen her, beziehungsweise diese beiden Grafiken her. Da sieht man einmal, dass wir bei AbbVie einen Quartalzahler haben, der viermal im Jahr Dividende zahlt, der die Dividende mindestens seit 8 Jahren gesteigert hat und keine Senkung seit 8 Jahren durchgeführt hat. Wir haben einen jährlichen Dividendenzuwachs von ja, knapp 19% über die letzten 5 Jahre, was auch sehr ordentlich ist. Und wir haben hier, wie gesagt, auch nochmal das Ganze aufgelistet, wie sich die Dividende quasi hier entwickelt hat. Ja, so könnte man zum Beispiel vorgehen, wenn man sich beim Screening technische Hilfe, mit technischer Hilfe das so ein bisschen unterstützen möchte, dann kann man das machen. Man kann das natürlich auch manuell machen. Es gibt da, wie gesagt, unzählige Ansätze, aber ich wollte jetzt einfach mal hier was mit ins Webinar bringen, was man sehr einfach umsetzen kann mit ein paar Klicks und sich dadurch aber auch ein bisschen Arbeit erleichtern kann. Ja, das erstmal bis hierhin. Ich würde sagen, ich trinke erstmal einen Schluck. Gibt es bis hierhin schon Fragen? Dann gern mal in den Chat schreiben. Ansonsten würde ich auch direkt weitermachen. Wie gesagt, ich trinke mal einen kleinen Schluck. Einen Moment. So, gut, dann würde ich fast sagen, dadurch, dass ich hier keine Fragen sehe, machen wir mal weiter mit dem nächsten Drittel des Vortrags. Und zwar habe ich jetzt hier, wie in alter Manier, ein paar ja, Seasonals für Einzelaktien mitgebracht, wie ich finde, ganz passend. Nicht ärgern, wenn das ein oder andere Setup mittlerweile schon aktiv ist. Ich habe auch das ein oder andere selber umgesetzt. Man kann sich diese Setups auch aus den letzten Webinaren von mir immer mal aufschreiben und einfach im nächsten Jahr beobachten und handeln. Ja, das ist ja auch so das Schöne daran. Die Seasonals tauchen ja in der Regel jedes Jahr auf. Ne? Gibt natürlich auch Jahre, wo das nicht funktioniert. Ganz klar, das Ganze ist nicht der heilige Gral. Das Ganze ist nichts, was mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit funktioniert. Ganz, ganz wichtig ist mir immer wichtig, dass man das auch betont und sagt. Ne? Aber es hilft einem, eine entsprechende Richtung zu identifizieren am Markt und es gibt einem die Sicherheit, eine Strategie zu haben, die man, sofern man sie oft genug wiederholt, zu einem positiven Ergebnis schlussendlich zu kommen. Und ich habe hier mal eine sehr bekannte Aktie mitgebracht, nämlich die VW hier ich sitze ja hier in Braunschweig, hier bei uns ganz in der Nähe, nämlich aus Wolfsburg.
Und ja, was man hier sehen kann, ist erstmal, dass wir uns erstmal den Überblick verschaffen, wie sieht oder was macht der Markt hier überhaupt. Wir haben hier nach diesem sehr, sehr starken Rücksetzer eine unglaublich starke Rallye gesehen, die jetzt sozusagen hier so wie so eine bullische Flagge quasi konsolidiert. Ja, das ist das, was wir erstmal sehen. Das heißt, wir haben hier untergeordnet betrachtet oder anders gesagt, wir haben hier, sage ich mal, jetzt übergeordnet betrachtet erstmal einen wunderbaren Aufwärtstrend. Und das, was wir aktuell sehen, ist ja untergeordnet ein Abwärtstrend, ja, der aber einfach nur diesen, wie gesagt, übergeordneten Aufwärtstrend konsolidiert bzw. korrigiert. Und das ist einfach die Frage, wie weit sich das Ganze durchführt oder fortführt. Wir haben hier so entsprechende Widerstandsbereiche. In diesen sind wir gerade wieder eingedrungen, hier um die 180. Das ist schon ein ganz ordentlicher Widerstandsbereich und wir haben hier auch bei der 140 einen ordentlichen Widerstandsbereich und auch hier bei der 160. Das sind so diese Bereiche, bei denen man immer mal nach Turnaround-Momenten oder Turnaround-Punkten suchen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können aber auch einfach schauen, wie sieht das Ganze denn saisonal aus? Und das ist ja das, was ich halt sehr viel und sehr gerne mache und dementsprechend dann halt einfach schaue, wann wird so ein saisonales Setup getriggert? Ja, also wir schauen uns das ja an. Wir sind aktuell in einem nach wie vor fallenden Markt. Ja, man sieht ja auch, finde ich persönlich, kein wirkliches Zucken in der Price Action, die einem dazu, ich sag mal, die dann vermuten lässt, dass sich das Ganze ändert. Ja, sieht man aktuell nicht. Dementsprechend wäre ich hier weiterhin an der Seitenlinie. Aber man kann sich ja mal die Zahlen anschauen und da sieht man zum einen, wir haben hier einen Dividendenzahler, nicht wirklich spektakulär. Wir haben hier jetzt die letzten 5 Jahre keine Senkung erfahren. Wir haben hier so um die 3% Dividendenzahlung erlebt bei VW. Aber was eigentlich viel interessanter ist, wir haben hier einen Zeitraum, der saisonal betrachtet sehr attraktiv ist, nämlich 2. Oktober bis 27. Dezember. So, und wenn man sich das Ganze mal anschaut und wir nochmal kurz zurückgehen, dann sehen wir, dass dieses Setup ja zeitlich betrachtet aktuell aktiv ist. Ja, das heißt, dieser Zeitraum hier ist eigentlich das Setup. Wir aber aktuell ja noch überhaupt keinen anziehenden Markt sehen. Also der Markt ist eigentlich tiefer, sozusagen das Setup, die Strategie ist gerade im Minus und dementsprechend könnte man hier das Ganze weiterhin auf der Watchlist haben und wenn hier Musik in die Sache reinkommt, könnte man hier immer noch dieses Setup sozusagen handeln. Eine ähnliche Situation findet man auch bei Porsche vor, aber ich habe jetzt einfach mal VW mitgebracht, um das hier dran zu zeigen. Wie gesagt, also seit Oktober ist dieses Setup aktiv und es endet, das Zeitfenster endet am 27. Dezember. Die Strategie verläuft, wie ich finde, sehr schön linear. Und wir haben hier, wie gesagt, das ist natürlich nicht statistisch repräsentativ, muss ich immer dazu sagen, über die letzten 9 oder 10 Jahre eine sehr schöne Bilanz gehabt. Wir hatten einen Verlustjahr in 2018 und ansonsten immer Gewinnjahre. Das heißt, wir haben hier insgesamt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 21. knapp 22% in der Spitze plus zu 10% minus, das heißt unterm Strich 2:1 und wir hatten sogar in der Spitze mal 44% Profit und das ist, finde ich, insgesamt schon mal etwas, was sich sehen lassen kann, womit man arbeiten kann und was man sich da entsprechend auf jeden Fall mal auf die Watchliste tun kann als ja, kurzfristiges Setup, sofern man hier, und darauf kommt es dann an, diesen Kontext in der Aktie vielleicht sogar fundamental begründen kann, das wäre natürlich ideal, aber schlussendlich halt auch über eine Bestätigung, also über einen Trigger, ja, sich dann auch tatsächlich aktiv schaltet. Also es ist, ich würde grundlegend davon abraten zu sagen, okay, nur weil diese Zeithorizonte oder diese Ranges über das Jahr positiv sein müssen, das blind zu handeln, sondern ich würde immer schauen, dass ich das Ganze vielleicht irgendwie mit 1, 2 Filtern versehe, die mir sozusagen sagen, okay, jetzt ist das Setup scharf, jetzt handle ich das und setze das zum Beispiel um. Ja. Dass da Fehltrades bei rauskommen,
unterm Strich oder dass das passieren kann, sollte, denke ich, klar sein. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das ganz interessant. So, dann haben wir hier Starbucks, einen Wert, den ich selber ja schon seit vielen Jahren in meinem Portfolio habe, der sich auch super entwickelt, ne? Auch hier wieder das Idealbild eines Charts. Er fängt unten links an. So, er fängt unten links an und er hört oben rechts auf. Und wir haben hier, ja, aktuell, ähnlich wie wir das bei VW gesehen haben, einen übergeordneten Aufwärtstrend, der aktuell untergeordnet konsolidiert mit einem kleineren Abwärtstrend. Und was ich aber super spannend finde, ist, wenn man sich die jüngste Bewegung hier anschaut, hier in dem November, da sehen wir, dass wir hier ein sehr starkes Gap Down hatten, ja, das aber sofort überkompensiert wurde hier mit dem kleinen Zwischenhoch, also Gap geschlossen. Und jetzt sozusagen sieht das Ganze so ein bisschen so aus, als wenn wir hier so ein kleines 1, 2, 3 nach oben bekommen. Und da wird sich dann einfach zeigen, ob wir es schaffen, jetzt in dem Zeithorizont, den ich gleich noch zeigen werde, hier drüber zu gehen, weil dann glaube ich, könnte das ein neuer Angriff hier auf die jüngsten Hochs werden. Ansonsten, wenn das nicht klappt und wir uns sozusagen hier unter diese 110 oder vielleicht sogar unter die 105 fallen, dann sieht das Ganze natürlich nicht mehr so toll aus und dann glaube ich, ist das Setup auch nicht wirklich mehr aktiv. Also wir haben hier, um da nochmal kurz auf die Zahlen zu sprechen zu kommen, Quartalszahler, 11 Jahre keine Senkung, Dividendenrendite aktuell nicht wirklich spektakulär, aber das, was bei Starbucks einfach spektakulär ist, und das schon seit Jahren, ist der Dividendenzuwachs von hier im Schnitt knapp 20%. Das heißt, wir haben eine Verdopplung alle 3,5 Jahre circa. Das ist dann doch schon interessant, wenn man hier längerfristig aktiv ist. So, Zeithorizont, um den es hier geht, ist wieder 3. Oktober, ja, und 7. Dezember. Das heißt, hier ist das Ganze fast schon durch das Setup und wir haben hier nicht wirklich einen positiven Verlauf, zumindest aktuell noch nicht. Aber wir haben noch ungefähr 2 Wochen, 2, 2,5 Wochen müssten das sein. Und da wird sich zeigen, ob wir von hier nochmal eine ordentliche Rallye mitnehmen können in dem Zeitraum oder ob das Ganze sozusagen ja, mehr oder weniger ein Nullgeschäft bleibt. Also, was könnte man erwarten? Wir haben hier in den letzten 10 Jahren immer positiv geschlossen in diesem Zeitraum. Wir haben auch eine sehr schön linear verlaufende Kurve. Das Ganze sieht so aus, wir hatten 0 Verlierer in den letzten 10 Jahren und in der Regel im Schnitt 11% Performance, in der Spitze sogar mal 22% Performance und der schlechteste Trade waren ja knapp 3% Performance. Also eigentlich ein sehr, sehr stabiles, saisonales Setup. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was hier noch kommt. Wir sind ja hier aktuell ja mehr oder weniger plus minus null. Also wenn man sich den Zeitraum hier nochmal anschaut, hier so in diesem Bereich, man ist hier ungefähr, wenn man das gehandelt hätte, wäre man hier reingekommen, da, und wir befinden uns jetzt hier bei 113. Das heißt, der Trade ist ja plus minus null, vielleicht minimal im Plus. Man war zwischenzeitlich hier auch schon mal im Verlust, wenn man das Ganze gehandelt hat. Und jetzt wird sich einfach zeigen, was in den letzten 2 Wochen passiert. Und zu guter Letzt habe ich noch Citizens Financial Group mitgebracht und hier sieht man ja, einen sehr, sehr schön laufenden Chart. Sehr starker Aufwärtstrend, auch hier wieder kurz vor neuen Hochs. Ebenfalls ein Dividendenzahler, knapp oder gute 4% Dividende, 7 Jahre keine Senkung, Quartalszahler. Und wir haben hier einen Zeithorizont von 17. Oktober bis 2. Dezember über die letzten 7 Jahre ebenfalls keinen Verlust eingefahren, brachte im Schnitt immer ungefähr im Durchschnitt 17% und hat sogar mal knapp 40% gebracht. Und das schlechteste Jahr in den letzten 7 Jahren war mit plus 2% auch sehr, sehr ordentlich. Also ich denke, auch das ist etwas, was man sich vielleicht fürs nächste Jahr aufschreiben kann, denn hier ist das Setup sozusagen schon weggelaufen. Das heißt, hier ist man tendenziell zu spät dran. Aber fürs nächste Jahr sicherlich interessant. Ansonsten wäre ich mit meinen Themen so weit durch. Das heißt, jetzt wäre Raum und Zeit für Fragen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, stellt mir gern Fragen, wenn es die Zeit zulässt.
antworte ich da sehr, sehr gern drauf. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und ansonsten bedanke ich mich an der Stelle schon mal für die Aufmerksamkeit. Und ansonsten, wie gesagt, wenn im Nachgang noch Fragen sein sollten, gern bei FX Flat auf dem YouTube-Kanal kommentieren oder auch bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da helfe ich euch sehr gerne weiter. Ja, super. Schon mal vielen Dank, Julian, für das Webinar. War wieder sehr interessant und im Moment sieht es so aus, als gäbe es keine Fragen. Aber wie du richtigerweise schon gesagt hast, wir würden auch im Gang dann selbstverständlich die Fragen weiterleiten. Und deine E-Mail-Adresse hat man ja auch gesehen. Kann man dich ja auch kontaktieren. Und ja, scheint so, dass alle alles verstanden haben und so weiter. Wunschlos glücklich. Dass genau die Informationen, den Input mit erstmal mit nach Hause nehmen beziehungsweise verarbeiten. Man kann dann die Aufzeichnung sich nochmal anschauen und alles nochmal nacharbeiten. Und dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich an der Stelle auch bei allen Teilnehmern für das Dabeisein und für das Interesse. Und vielen Dank natürlich nochmal an Julian. Freue mich, Sehr dass gerne. wir auch im nächsten Jahr das Webinar dann weitermachen können. Wünsche einen schönen Abend und noch eine erfolgreiche Woche. Nicht vergessen, ab Donnerstag entsprechend Feiertag und verkürzte Handelszeit in Amerika und da entsprechend dann die Position gut verwalten. Und da ist noch eine Frage reingekommen. Julian, vielleicht möchtest du darauf eingehen. Ich muss kurz gucken, wo ich das finde. Ach hier, habe die New York MT Trust auf meiner Liste, würde diesen jetzt kaufen. Also ja, danke für die Frage, Konrad. Ist aus meiner Sicht jetzt an der Stelle dahingehend schwer zu beurteilen, weil man natürlich wissen müsste, was deine Intention ist beim Kauf. Es hängt ein bisschen damit davon ab, wie ist dein Portfolio aktuell strukturiert, ja, welche Kandidaten sind bei dir im Portfolio drin und ist das sozusagen ja eine sinnvolle Ergänzung? Davon ist es abhängig in erster Instanz und in zweiter Instanz dann, wie das aktuelle Chartbild aussieht, wie ja die Dividendenhistorie aussieht, wie die Dividendenrendite aussieht, ob sich das Ganze entsprechend homogen bei dir einpflegt in dein Portfolio. Das heißt, diese ganzen Fragen muss man an der Stelle vorab klären und absprechen, bevor man die Frage dann auch wirklich, wie ich finde, seriös und kompetent beantworten kann. Aber wenn du weitere Fragen in dem Zusammenhang an mich hast, dann schreib mich doch gerne mal über meine Kontaktdaten an. Ich denke, meine E-Mail-Adresse kann ich ja auch nochmal einblenden oder wie gesagt, am besten über die E-Mail-Adresse einfach mal Kontakt mit mir aufnehmen. Dann kann ich mir das gerne auch mal oder können wir uns das gerne mal zusammen anschauen. Vielleicht kann ich dir da ein bisschen genauer und intensiver weiterhelfen. Das gleiche gilt auch für Dieter, gern mich einfach mal kontaktieren oder aber wie gesagt auf dem FX Flat YouTube-Kanal vorbeischauen, da wird das ja denke ich auch zeitnah hochgeladen, Nelson, oder? Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe da auch mal den Link auch in den Chat kopiert. Prima. Gerne nochmal reinschauen und sollte in nächste Woche der Fall sein. Und ja, dann beende ich nochmal mein Outro, einfach passen Sie mit auf Ihre Positionen auf und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Aber selbstverständlich hast du das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, dann erstmal vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich wieder die Möglichkeit hatte, hier heute zu sprechen. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen Teilnehmern und allen, die sich die Aufzeichnung anschauen, noch ein erfolgreiches Restjahr an der Stelle, auch wenn es noch weit weg ist. Aber es ist ja meistens so in der Weihnachtszeit, dass es dann doch schneller geht, als man denkt. Einen guten Rutsch, bleibt alle gesund. Ich freue mich auf alle, die in 2022 auch wieder mit dabei sind. Und wie gesagt, wenn Fragen sind im Nachgang, mich gern kontaktieren. Alles Gute für euch, behaltet die Nerven. Bis dahin, liebe Grüße aus Braunschweig. Behaltet die Nerven, finde ich gut. Bis dann, tschüss. Ciao.